Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Dies ist ein Fluss. Zurzeit ist der Wasserstrom sehr schwach. Während der Hochwassersaison ist das ganze Gebiet überflutet. Einer der wichtigsten Flüsse Indiens ist der Kaveri. Dieser Fluss entspringt in Karnataka und fließt durch Tamil Nadu und mündet im Meer. Hier ist ein Nebenfluss. Die Brücke, die ihr auf den Fluss sieht, wurde zu Zeiten der Briten in Indien gebaut, um zu ermöglichen, dass die Menschen problemlos reisen konnten. Dieser Ort hat eine Besonderheit. Weil dieser Ort an einem Fluss liegt, ist dieser Ort sehr wohlhabend. Wollen wir nun sehen, welches Wort Gott für uns heute hat? In Jeremia Kapitel 31, Vers 3 sagt Gott: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte, ewige Liebe. Diese Liebe des Herrn zu uns ist eine Liebe, die ewig währt. Diese Liebe. Haben wir nicht alle Freunde, wo wir arbeiten, wo wir studieren, wo wir leben? Wenn uns jemand fragen würde, wer diese Leute sind, werden wir sie nicht vorstellen als Freund oder Freundinnen? Gibt es überhaupt jemanden, der keine Freunde hat? Ich bin mir ganz sicher, bestimmt hat jeder Freunde. Wenn man jemanden gern hat, Freundschaft macht keinen Unterschied zwischen Religionen oder Kasten. Es macht keinen Unterschied zwischen Reich und Arm. Solche Kriterien haben keine Relevanz. Nur dann entsteht eine echte Freundschaft, diese Liebe. Die Liebe, die der Herr zu uns hat, ist eine ewige Liebe. Diese Liebe ist eine, die für immer und ewig hält. Eine Liebe, die sich nicht verändert. Wie auch die Situation sich ändern mag. Habt ihr erlebt, dass die Liebe der Menschen manchmal sich verändert? Geld und Ruhm verändert das Verhalten einiger Menschen zu anderen. Manchmal die Tatsache, dass wir jemanden verletzt haben, ändert ihre Einstellung, andere zu lieben. Ist die Liebe von Jesus dazu vergleichbar? Ihr wisst bestimmt, dass einer der Jünger Jesu ihn verraten hat. Es war der Judas. Jesus hatte ihn geliebt und deswegen war er auch einer seiner Jünger. Der Judas, undankbar wie er ist, verrät er Jesus zu seinen Feinden für 30 Silberlinge. Er hätte den Herrn getäuscht. Er hatte Hass im Herzen, dennoch umarmt und küsst ihn öffentlich und nannte ihn Rabbi. Wir sollten wissen, dass Jesus wusste, dass es nur Heuchelei war. Dennoch nannte der Herr ihn als Freund. Jesus sagte nicht: Judas, du hast mich mit einem Kuss verraten. Er nannte ihn nicht als Heuchler oder Betrüger, aber als Freund. Er sagt: Freund, ich liebe dich immer noch. Das ist die Liebe von Jesus. Petrus war doch mit Jesus. Er versprach den Herrn, dass er sogar für ihn sterben würde. Aber als er in einer Situation in die Ecke gedrängt wurde, verleugnet er, dass er mit Jesus nichts zu tun hätte. Respektlos. Wie traurig wäre Jesus gewesen. Er war bei mir, aber er schwört, dass er mich nicht kennt. Warum spricht er ohne Respekt? Wie sehr ich ihn liebte und ihn an meiner Seite hielt, vielleicht hätte Gott so gedacht. Aber Jesus schaute ihn an. Ohne Ärger oder Hass, nicht wie man frustriert einen Verräter anschauen würde. Er schaute ihn liebevoll an. Du hast getan, als ob du mich nicht kennen würdest und hast sogar geschworen. Aber ich liebe dich immer noch, Petrus. So war der Blick von Jesus. Petrus war tief verletzt und weinte unertröstlich, dass er so einen liebevollen Herrn verleugnet hatte. Der Herr liebt euch auch so sehr. Denkt nach, hat der Herr euch gehasst, wenn ihr für einige Tage nicht gebetet, nicht die Bibel gelesen oder an ihn nicht gefallen gelebt habt? Er sagt nicht: Kommt nicht zu mir, da du nicht mehr die Bibel liest und nicht betest. Ich und du haben keine Verwandtschaft. Verschwinde. Nein, seine Liebe ändert sich nicht. Ich liebe dich immer noch. Ich habe dich gern. Du hast mich vergessen. Du hast nicht meine Gegenwart gesucht. Du warst nicht in meiner Gegenwart. Du hast mich verlassen. Aber sei dir sicher, ich liebe dich immer noch. Meine Liebe verändert sich nie. Die Liebe, die ich für dich habe, ändert sich in keiner Situation. Es ist eine ewige Liebe. Ich habe dich lieb mit der ewigen Liebe. Sagt der Herr, ist dies nicht großartig? Weil ich für dich mein Blut auf dem Kreuz vergossen habe.
Nur für dich habe ich mich am Kreuz für dich geopfert. Wie kann ich dich denn vergessen? Wie wird sich meine Liebe verändern? So sagt der Herr. Möchtest du diese Liebe wieder erleben? Liebt der Herr mich so viel? Die Liebe des Herrn für mich ist unmessbar. Willst du nun dich jetzt widmen, den Herrn zu folgen? Seine Liebe verändert sich nie. Vater, du hast mich mit deiner ewigen Liebe geliebt. Ich preise dich für deine unverändernde Liebe. Ich habe mich oft nicht an dein Wort gehalten, aber du liebst mich mit deiner unverändernden Liebe. Was werde ich denn überhaupt tun, diese Liebe zu vergleichen? Ich widme mich für dich. Akzeptiere mich in Jesu Namen. Amen, Amen.